Sieht gut aus, Buggy. Danke, Wendy. Ich weiß. Ich bin sogar dabei, meinen eigenen Rekord zu brechen. Ja! Yeah. Du bist schon fertig, Buggy? Bob, vor dir steht der schnellste Bagger aller Zeiten. Das war mein Wasserleitungsausgraberekord. Wow, da gratuliere ich dir. Ich wette, meinen Wasserleitungseingraberekord kann ich auch noch brechen. Ha. Bist du fertig, Bob? Noch nicht, Buggy. Und jetzt? Nein. Oh. Jetzt? Nein. Jetzt bin ich fertig. Buggy, du bist dran. Wuhu! Viel Spaß beim Rekordbrechen. Ja, geschafft! Das schnellste Aus- und Eingraben einer Wasserleitung überhaupt. Ich hatte meinen Werkzeugkasten doch hier abgestellt. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Dann habe ich ihn wahrscheinlich irgendwo vergessen. Außer... Oh nein! Ich muss ihn eingebuddelt haben. Boah. Oh, hab ihn. Puh. Wendy, ich hab deinen Werkzeugkasten. Danke, Buggy. Geschafft. Ich habe meinen Rekord im Aus- und Eingraben gleich zweimal gebrochen. Toll, was? Zweimal, Buggy? Zweimal. Hier kommt Buddel, König vom Schotterberg. König Buddel, hä? Das gefällt mir. Oh, hallo, Bob. Buddel, könntest du den Schotter abholen, der sich bei den Bauarbeiten in dieser Woche angesammelt hat? Alles klar, Bob. Danke, König Buddel. Oh, und vergiss nicht, er kommt in die Baustoffcontainer. Los geht's, Buggy. Wenn ich den ganzen Schotter der letzten Woche einsammle, wird mein Berg riesengroß. Wendy, ist das der übrig gebliebene Schotter? Ja, genau. Du kannst ihn mitnehmen, Buddel. Ja, danke, Wendy. Mein Schotterberg, er wird groß. König Buddel! Oh, aber er ist immer noch nicht groß genug. Ein König braucht einen Berg, keinen Hügel. Oho! Ja, das ist Weltspitze! Super toll! Wow, Buddel! Ich hatte keine Ahnung, dass so viel Schotter übrig geblieben ist. Ich bin König Buddel und das ist der Berg von König Buddel. Ist mir eine Ehre. Aber eigentlich muss der Schotter in die Baustoffcontainer, das weißt du doch. Oh, ja. Geht sofort los. Danke, Eure Majestät. Ach, Buggy, ist es nicht schön, dass Hochhausens beste Bauprojekte genau hier losgehen? Ich liebe die Werkstatt. Mein Zuhause. Das ganze Team ist hier zu Hause. Da hast du recht, Buggy. Oh Mann. Manchmal könnte ich drei Hände gebrauchen. Hier. Zusammen geht's ganz leicht, Leo. Nichts passiert, Mixi. Pass auf! Oh nein!
hast du was verloren, Buddle. Danke. Hä? Huh? Huh? Danke, Bob. Ich freue mich immer, wenn ich helfen kann. Hier kommt neues Baumaterial, Bob. Danke, Schleppo. Halt, stopp! Aber... Dann fängt mein Tag heute wohl ohne Tee an. Alles gut bei dir, Heppo? Wenn du da bist, geht doch immer alles gut, Bob. Naja, nicht alles, weißt du? Danke, Heppo. Die Ladung ist fertig, Vinci. Wir sehen uns oben. Jetzt kommt die Krankraft. Hey! Wow, der höchste Kran überhaupt. Gut, danke, Vinci. Hallo, Vinci. Wollen wir, ich sehe was, was du nicht siehst, spielen? Ja, wieso nicht? Aber du weißt schon, dass ich von hier aus alles sehen kann. Ist schon okay. Ich bin sehr gut in diesem Spiel. Ich fange an. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist... Orange. Verkehrshütchen. Oh, richtig. Okay, Vinci, jetzt bist du dran. Also schön, meinetwegen. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist... Such dir nicht irgendwas auf der anderen Seite von Hochhausen aus, okay? Tu ich nicht. Ich sehe was, und das ist blau. Etwas Blaues. Blaues, Blaues, etwas Blaues, Blaues. Oh, das Baubüro hier. Ja. Nein. Oh. Oh, Bobs Weste. Ja. Nein, auch nicht. Auch nicht? Oh, aber oh. Oh. Ich bin blau. Ich bin es, Heppo. Du hast mich gemeint, oder? Ja, genau. Wiehu! Ich bin dran. Ich sehe was. Ich sehe, dass noch ganz viel Arbeit auf uns wartet. Komm schon, holen wir die nächste Ladung, Heppo. Oh, klar. Ja, Bob. Bis später, Vinci. Ich kann euch beide immer noch sehen. Immer noch. Immer noch. So, fertig ist die Welle. Das wird bestimmt ganz toll auf dem Aquariumglas aussehen. Das sieht wie eine Haifischflosse aus, Leo. Das ist eine Welle, Heppo. Aber du hast recht, es sieht auch wie eine Haifischflosse aus. Oh, pass auf, Heppo. Stell dir mal vor, der Hof hier wäre voller Haie. Oh, ich muss schnell aus dem Wasser raus. Übst du mal wieder balancieren, Leo? Sieht gut aus. Komm schon, Heppo. Wir müssen los. Vergiss bloß nicht die Haie. Ich muss hier erstmal aufräumen. Hey, wo habe ich mein Handy gelassen? Ah, da ist es ja. Oh, schön vorsichtig. Ich darf nicht das Wasser berühren. Oh, wow, das war knapp. Okay, Leo, du musst dein Gleichgewicht halten. Kein Hai wird mich kriegen. Oh, mein Handy! Oh, ich muss da rangehen. Oh, das wird nicht leicht, aber ich versuch's. Hallo, hier ist Leo. Hallo Leo, ich bin's, Bob. Haben die Haie dich gekriegt? Hallo Bob. Aber was ist mit den Löwen? Löwen? Oh, das war ein Scherz. Ich wusste es. Ganz genau. Und die Dinos hätten die Löwen sowieso verscheucht.
Bob! Darf ich dir zusehen, Wendy? Es ist so spannend, wenn du elektrische Sachen reparierst. Ja klar, Rollo. Sehr gern. Zuerst schaue ich nach, ob alle Kabel an der richtigen Stelle sind und ob sie richtig angeschlossen sind. Oh, das sieht knifflig aus. Man muss sich nur darauf konzentrieren, eins nach dem anderen zu machen. So kommt die Sache ins Rollen. Oh, Buddel, holst du bitte noch ein drittes Brett für die Reparaturarbeiten? Danke. Geht klar, Wendy. Und jetzt überprüfe ich die Stromstärke. Ups, einen Moment. Hallo, Herr Brauer. Ja, Bob ist gleich bei Ihnen. Okay, bis dann. So, die Stromstärke ist in Ordnung. Wo ist die Trittleiter? Oh, Leo, sie steht da hinten. Oh, wie konnte ich die denn übersehen? Noch ein letzter Test. Wir müssen zur Baustelle, Buggy. Bob, dein Essen! Ups, hätte ich fast vergessen. Fertig. Siehst du, war doch ganz leicht. Wow, du hast echt viel zu tun, Wendy. Wenn man immer schön eins nach dem anderen macht, dann kriegt man alles hin. Bis später, Rollo. Nur Wendy kriegt selbst dann alles hin, wenn sie viele Sachen auf einmal macht. Jetzt kommt die Krankraft. Hier, bitte sehr, Bob. 202 Ziegelsteine. Wow, genauso viele Ziegelsteine sind es. Wie hast du das erraten? Das habe ich nicht erraten. Ich weiß, wie schwer ein Ziegel ist und diese Ladung hat sich 202 Mal schwerer angefühlt. Du bist echt der Größte in Sachen anheben. Ich weiß sogar, was für Sachen ich hebe, ohne sie zu sehen. Das habe ich schon immer gekonnt. Liegt wohl daran, dass ich ein Kran bin, oder? Ich weiß, welche Form eine Ladung hat, woraus sie gemacht ist, aus Holz oder Metall, ob sie gestapelt ist, einfach alles. Okay, Vinci. Dann wollen wir mal sehen, wie gut du bist. Ja, das Spiel gefällt mir. Pack die Ladung drauf. Okay, Vinci, lass deinen Haken runter und nicht gucken. Ich verspreche, ich gucke nicht. Was ist das? Holzbretter. 6 Stück. Ja. Wusste ich's doch. 8 Rohre. Ein Holzbrett, ein Bohrer, ein Werkzeugkasten, ein Verkehrshütchen und... Ja, und? Oh, und da liegt ein Handy auf dem Holzbrett. Das ist richtig. Du bist unglaublich. Okay, ein letztes Mal, Vinci. Ja. Also, Vinci, was ist das? Das ist leicht. Dein Essen. Es sind Thunfischbrote. Ja, wie bist du nur darauf gekommen, hä? Ich kann sie riechen, Bob. Sogar von hier oben. Oh, sie riechen lecker, oder? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Oh, es ist platt wie ein Pfannkuchen, Rollo. Du bist die beste Walze überhaupt. Ach ja? Findest du das wirklich, Mixi? Ja, Rollo, du bist echt der Größte. Du bist spitze. Du hast alle Straßen in Hochhausen platt gewalzt. Mein Mittagessen. Aber manchmal walze ich auch andere Dinge als Straßen platt. Ja, aber es gibt nichts, was du nicht walzen kannst. Also ich wette, du könntest sogar diesen Hügel dort platt walzen. Ganz leicht für dich, kein Problem.
Das kann ich? Ich meine, das kann ich! Und ob du das kannst, du kannst es sogar ohne vorher zu üben. Ja? Ja! Pass auf! Oh, du bist großartig! Es ist wohl doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Das war gut, Rollo. Ich meine es ernst. Der Hügel hier wird gar nicht flacher. Natürlich nicht. Der ist ein bisschen zu groß für eine Walze allein, Rollo. Aber Rollo ist die beste Walze überhaupt, Bob. Ehrlich. Das weiß ich, Mixi. Bob hat recht. Einige Dinge kann man walzen, andere Dinge nicht. Oh, oh, das war schon wieder dein Essen, hab ich recht? Entschuldige, Bob. Mein Essen kann ich jetzt wohl vergessen. Aber du hast es perfekt platt gewalzt. Oh. Du bist die beste Walze überhaupt, Rollo. Cool. Danke, Bob.